Weihnachten in Bad Honnef. Nach Eröffnung des Kaminzimmers in der City fand am Sonntag der erste von zwei Rhöndorfer Adventsmärkten statt. Da durfte natürlich der Nikolaus nicht fehlen, der am Nachmittag die Kinder froh machte. Das Bläserchor des Bad Honnefer Hegerings sorgte für den musikalischen Rahmen. Weihnachtlich geschmückt waren wieder die Straßen und Häuser rund um den Ziepiensplatz. Künstlerin Milena Kunzbino fertigte eigens einen Naturstuhl an, der vor dem Hotel Weinhaus Hoff steht. Auf das romantische Weihnachtsknusperhäuschen auf dem Ziepiensplatz verzichtete in diesem Jahr das Café profitlich. Stattdessen fand der Verkauf von Stollen und weihnachtlichem Gebäck vis-à-vis des Cafés statt. Vor dem Haus im Turm ging es ebenfalls weihnachtlich zu. Bei entsprechenden Getränken, Waffen und Herzhaftem ließen es sich die Besucher am wärmenden Feuer gut gehen. Für die musikalische Seele spielte Ernst Nellesen weihnachtliche Melodien. In der Gidenberg fand Sonntag der Weihnachtsmarkt Advent im Dorf statt. Kaum waren die Stände geöffnet, strömten die Besucher auf den Egidiusplatz. Bis 20 Uhr war Hochbetrieb vor St. Egidius und jeder kam auf seine Kosten. Die Kinder, die begeistert das nostalgische Karussell in Anspruch nahmen, Fischfeinschmecker, für die die Angelsportfreunde Breitbach wieder allerlei Leckereien anboten, oder Besucher, die aus dem großen handwerklichen Angebot ein Weihnachtsgeschenk aussuchten. Die Musiker haben sich übrigens einfach so zusammengefunden und spielten aus Herzenslust zum großen Vergnügen der Weihnachtsmarktbesucher und Organisatoren. Zwei weihnachtliche Veranstaltungen der Superlative am 17. Dezember findet in Rhöndorf Teil 2 statt. Thank you.